Einen schönen guten Tag von meiner Seite. Zunächst zum Thema Dieselskandal und drohende Fahrverbote in einigen Großstädten. Merkel hat die drohenden Fahrverbote in Großstädten in Frage gestellt. Das ist ja interessant. Halten wir mal Folgendes fest. Die Autokonzerne haben die Autokäufer betrogen und haben damit russisches Roulette mit unser aller Gesundheit gespielt. Und zu hohe Stickoxidwerte, das ist sozusagen kein Kavaliersdelikt, sondern das ist eine wirkliche Bedrohung für unsere Gesundheit. Allein hierzulande sind daran 6.000 Menschen mindestens frühzeitig erkrankt. Jetzt ist die Bundesregierung nicht bereit gewesen, nach Bekanntwerden dieses Skandals, die Autolobby, die Bundesregierung war nicht bereit, die Abgaslobby in die Pflicht zu nehmen. Denn nötig wäre eine Nachrüstung der Hardware und das müsste auf Kosten der Autokonzerne erfolgen. Zu kritisieren ist also die Weigerung der Bundesregierung dafür und zu kritisieren ist ein Verkehrsminister Scheuer, der ganz offensichtlich nur ein als Verkehrsminister getarnter Autolobbyist ist. Der Betrug der Autokonzerne findet statt auf Lasten unserer Gesundheit und auf Lasten derjenigen, die sich nicht mal einfach so ein neues Auto leisten können. Im Klartext, Fahrverbote bedeuten natürlich eine besondere Härte für arme Menschen oder für Familien mit einem mittleren Einkommen, die nicht einfach mal so ein neues Auto sich kaufen können. Also Schuld an diesen Fahrverboten ist jedoch die Bundesregierung mit ihrer Weigerung, die Abgaslobby in die Pflicht zu nehmen bei der Finanzierung der notwendigen Nachrüstung der Hardware. Zum Thema Saudi-Arabien und den Rüstungsexporten nach Saudi-Arabien. Nach dem Verbrechen gegen Jamal Khashoggi soll nun die Waffenlieferung nach Saudi-Arabien auf Eis gelegt werden. Dieses Stopp von Waffenexporten nach Saudi-Arabien ist mehr als überfällig, denn die Menschenrechte werden in diesem Land in den Dreck getreten und Saudi-Arabien führt einen verheerenden Krieg gegen das Land Jemen, infolgedessen Millionen Menschen dort auch von Hunger betroffen sind und vom Hungertod bedroht sind. Dieser Krieg gegen Jemen ist ein in der Öffentlichkeit kaum beachteter Krieg. Es ist ein in der Öffentlichkeit kaum beachtetes millionenfaches Leid, was sich in Jemen tagtäglich abspielt. Trotzdem hat die Bundesregierung seit ihrer Vereidigung Waffen im Wert von 264 Millionen Euro an dieses Regime geliefert. Das ist verheerend. Die Linke ist nun aus Überzeugung dafür, sämtliche Rüstungsexporte zu stoppen. Aber selbst wenn man diese Überzeugung nicht teilt, wäre ein Stopp aller Waffenexporte an ein Regime wie Saudi-Arabien längst überfällig, allein wegen der Beteiligung an dem Krieg gegen Jemen. Das Verbrechen an Jamal Khashoggi zwingt nun die Bundesregierung zu einem längst überfälligen Schritt. Ich sage aber auch ganz klar, auf Eis legen reicht nicht. An ein Regime wie Saudi-Arabien dürfen nie wieder Waffen geliefert werden. Dass bisher Saudi-Arabien so gewähren konnte und trotz den Waffen an dieses Regime geliefert wurden, liegt wohl offensichtlich auch daran, dass die Geschäfte mit Saudi-Arabien florieren und dementsprechend zurückhaltend war ja dann auch der Chef des BDI heute Morgen zum Beispiel im Radio-Interview, wenn es um Kritik an diesem Regime geht und wenn es um ein klares Ja zum Stopp von Rüstungsexporten geht. Ja, die Geschäfte florieren ganz offensichtlich, aber ich will doch noch mal eins festhalten. Menschenleben sind wichtiger als Shareholder Value. Ein weiteres internationales Thema ist das Agieren der USA, das Agieren von Donald Trump bei den INF-Verträgen. Das Agieren von Donald Trump untergräbt das internationale Vertragswesen. Es besteht eine große Gefahr, dass nun ein atomares Wettrüsten beginnt. Und um es ganz klar zu sagen, Donald Trump ist ein Sicherheitsrisiko für den Weltfrieden. Zum Thema Brexit, Europa. In Großbritannien sind am Wochenende 500.000 Menschen auf die Straße gegangen, um sich für ein zweites Referendum auszusprechen. Ich selber habe vor einigen Wochen in Liverpool am Parteikongress der Labour-Partei als Beobachterin teilgenommen und dort die Debatte in der Partei auch live miterlebt. Und man stellt fest, oder ich habe mich sehr gefreut über den Beschluss, nämlich dass ein zweites Referendum als eine Option behandelt wird. Ganz offensichtlich spricht sich auch in Großbritannien rum, was mögliche Folgen eines Brexit werden. Es gibt die ersten Anzeichen, dass wichtiges Personal aus den Krankenhäusern wegzieht und dass es eher auch eine Belastung für die Bevölkerung werden wird. Tatsache ist, dass
die Politik, die die nationalen Regierungen in Brüssel durchgedrückt haben, ganz offensichtlich europaweit auch den Europafeinden in die Hände gespielt hat. Also um es vereinfacht auszudrücken, eine EU, die auf Austerität setzt, die spielt halt den Feinden Europas in die Hände. Wir als Linke kämpfen genau deshalb für eine komplett veränderte Europäische Union, nämlich eine Europäische Union, in der alle garantiert vor Armut geschützt sind, wo es soziale Standards gibt, wo gute Arbeit gibt und mit Standards auch durchgesetzt wird. Kurzum, wir engagieren uns für eine Europäische Union, für die man voller Überzeugung und mit frohem Herzen mit Remain, also für ein Verbleiben, stimmen könnte. Auch bei einem möglichen zweiten Referendum in Großbritannien. Jetzt gibt es aus den Reihen der SPD verschiedene soziale Vorschläge. Zum einen den Vorschlag einer europaweiten Arbeitslosenversicherung oder den Vorschlag von 12 Euro Mindestlohn. Diese Vorschläge sind in der Tendenz alle richtig. Klar ist aber auch, an der Seite der Union wird das sich so nicht umsetzen lassen. Wenn die SPD das also ernst meint, dann steht doch wohl fest, dass sie jetzt gemeinsam mit uns und wahrscheinlich auch mit den Grünen für andere Mehrheiten, nämlich für fortschrittliche Mehrheiten, streiten muss und eine mögliche Regierung links der Union vorbereiten sollte. Klar ist, ein Mindestlohn von 12 Euro, den wird es nur mit der Linken geben. Diese Woche geht nun der Landtagswahlkampf in Hessen in den Endspurt. Die Linke ist großartig im Hessischen Landtag aufgestellt. Unter der Leitung von Janine Wissler hat diese Landtagsfraktion Großartiges geleistet. Sie waren immer an der Seite von Streikenden. Aktuell haben sie den Streik der Ryanair-Beschäftigten unterstützt. Sie haben die verschiedensten Initiativen gegen Fluglärm unterstützt. Sie haben immer wieder soziale Probleme wie Kinderarmut angesprochen und haben die Aufklärung zum Beispiel im Fall von NSU, also vom rechten Terror, vorangebracht. Kurzum, diese Fraktion hat Tolles geleistet und wir sind sehr froh, dass sie wahrscheinlich gestärkt aus diesem Wahlkampf hervorgehen wird. Und klar ist, je stärker die Linke, desto stärker wird auch der Druck für das Thema bezahlbares Wohnen sein. Also wer möchte, dass es eine starke Lobby für bezahlbares Wohnen im Hessischen Landtag gibt, der sollte auf die Linke setzen, denn eine starke Linke wird dafür sorgen, dass egal wie die nächste Regierung in Hessen aussieht, das Thema Soziales und bezahlbares Wohnen nicht mehr unter den Tisch fällt. Gut, jetzt wäre die Gelegenheit zu fragen. Herr Bochum. Dann fange ich mit Hessen an. Die letzten Umfragen sagen, dass im Prinzip ein Bündnis aus SPD, Linken und Grünen möglich wäre, möglicherweise unter Führung der SPD, möglicherweise unter Führung der Grünen. Für wie wahrscheinlich halten Sie das, dass es dazu kommt? Also ich kann sagen, was ganz wahrscheinlich ist, dass wenn es ein Bündnis möglich ist, wo man wirklich soziales, bezahlbares Wohnen durchsetzen kann, wo die Verkehrswende und eine bessere Bildung durchgesetzt werden kann, das wird an der Linken definitiv nicht scheitern. Das steht fest. Wie wahrscheinlich das ist, ich glaube, diese Entscheidung fällt bei Grünen und bei SPD. Und da haben wir schon ein paar Fragen, weil in der Vergangenheit haben die Grünen bewiesen, dass sie im Zweifelsfall lieber an der Seite der Union dann in die Regierung gehen. Gut, wenn keine weiteren Fragen sind, wirklich recht herzlich bei Ihnen bedanken.